So, moin moin und herzlich willkommen bei Dragon Age Origins Ultimate mit dem Daniel bei Wettpokerfest Gaming in dem reinen Nichts. Ja, das reine Nichts. Wir sind ja letzte Folge hier eingeschläfert worden und befinden uns jetzt hier in dieser Parallelwelt, in diesem Nichts, wo halt auch die Geister herkommen und so. Und müssen uns jetzt über dieses Podest ein Träumer verhindern, dass es funktioniert. Okay, das heißt, wir müssen, glaube ich, da durch. Und, okay. Boah. You get on the Fresse, my friend. You will die a horrible death by my blade. Yes. Ich brenne zwar. Danke, aber für mich ist es zu spät. Tötet Yevina, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützen. Tut es für... Nice. Ich kann mich in eine Maus verwandeln. Das ist awesome. Genau, das hatte mich damals schon stark fasziniert, dieses, wie soll man sagen, diese variierende Spielmechanik. Finde ich sehr gut. Aber wenn man auch mal was anderes einbringt. Ja, ich meine, wenn sich das dann dauernd wiederholt, ist das auch schon wieder scheiße. Oder nicht so toll, siehe Alice, Madness Returns. Ja, auch ein schönes Spiel, aber gewisse Spielelemente wiederholen sich zu oft. Als dass man sie noch, dass sie irgendwie aus wie ein Schlachtschiff. Als dass man sie irgendwie ab einem gewissen Punkt noch als kreativ bezeichnen könnte. So. Wir müssen in dieses, oder wir können in dieses Mauseloch, aber ich denke mal nur in Mausgestalt. So. Wo sind wir? Okay. And you get on the Fresse again. Und ich kann ihn nicht betäuben, das legt mich irgendwie lahm als Schurke. Aber egal. Kann ihn immerhin so noch beseitigen. What the fuck? Beunruhigende Statue. Das ist ein ausgezeichneter Name für eine beunruhigende Statue. Finde ich sehr gut. Was ist das? Warum hat der Tentakel auf dem Kopf? Oder sind das einfach nur gigantische Hasenohren? Tentacle Rape. Nein. So, Statue. Hinter dem Schleier Geister und Dämonen. Okay. Ja, also die hat zum Glück nichts gemacht. Ich dachte schon, die greift irgendwie an. So. Portal im... Moment. Hey. Ach so, okay. Da muss ich irgendwie hin. Da kam ich her, alles klar. So, ich habe die Karte jetzt einigermaßen verstanden. Wider Gates. Eine Lyriumader. Jede Menge Lyriumadern. Niederer Schatten. Damit wollen die mich hier irgendwie... Schocken? Wobei ich immer noch doof finde, dass ich ihn nicht betäuben kann. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, war ganz schön zäh. Erstmal Wundumschläge benutzen, oder was? Ja, alles an Zusatzattacken zünden, die ich hier hab. Ja. Explodiert er? Nein, er explodiert nicht. So, diese Tür kann ich nicht benutzen, die Lyriumader. Hab ich schon benutzt? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wofür die Lyriumadern gut waren. Boah. Ich werde sie einfach mal benutzen. Vielleicht bringt's mir irgendwas. Ich kann die alle nicht betäuben, das geht mir so auf den Keks gerade. Platt, sehr schön. Loot kann ich auch nicht. So, nächste Lyriumader. Ah, sie heilt mich. Alles klar, also Lyriumadern heilen, das ist sehr toll. Zu wissen. Kick. Butowski. Nein, egal. So. Gar nicht schlecht. Voll awesome. Total geil, wie er sich freut über alles. Ja, 3 Silber. Awesome. What? Warum bin ich schon wieder bei Nigel? Hä? Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Was ist geschehen? Warum redet ihr mir dazwischen? Ich bin zu einer Maus geworden. Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dort hindurchzuschlüpfen?
Ich dachte, ihr hättet aufgegeben. Warum seid ihr so aufgeregt? Ich weiß es nicht. Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Okay. Ja, das macht sogar Sinn. An sich, der Satz. Egal, so. Wir können jetzt über dieses Podest. Wo können wir denn hin? Die Invasion der dunklen Brut? Der brennende Turm? Der Magierbrecher? Oder der Albtraum des Templars? Nehmen wir mal die Invasion der dunklen Brut. Schauen wir mal, was wir dort finden. Und dann arbeiten wir uns entgegen des Uhrzeigersinns. Ich weiß nicht, warum ich bei solchen Sachen meistens entgegen dem Uhrzeigersinn nehme. Lass ich mich überraschen, was wir da finden. Oh Gott, was ist das? Das sieht toll aus. Das irgendwie hat das was. Aber nichts zum Looten hier. Da, warum denn? Hä? Ist das meine? Nee, das ist nicht meine Leiche. Oh, Mauseloch. Mauseloch. Also. Nee, muss ja verstehen bleiben. Ruhig. So. Quick, quick. Quickity, quick, quick, quicken. Oh Gott. So, oh Gott, das ist ein fucking Labyrinth. Oh my God. Dies könnte länger dauern. Entschuldige mich schon mal im Voraus. Ich bin in Labyrinth-Sachen extremst schlecht. Was ist das? Essenz der Klugheit? Oh, permanente Klugheit plus 1, das ist cool. Ach ja, stimmt, da gab's ja auch mehrere von den Dingern. Ja, ich hab dieses Spiel schon mal gespielt, nur es ist wirklich lange her. Warum hängt da ein Tisch an der Wand? Die Regale sehen auch toll aus. Ja, also wieder Maus. Maus, ja, oh Gott, Ohrwürmer. Ich hasse Ohrwürmer. Und ich rede momentan wieder viel Schwachsinn in meinen Folgen, es tut mir leid. Ja, durchs nächste Mauseloch. Und die Maus ist sehr, sehr langsam. Enemy ahead. So, flammende dunkle Brut. Time to die. Und du stirbst. Yes! Schnippschnapp, Kopf ab. Schöner Finisher. Ausgezeichnet. So, haben wir hier irgendwas Verwertbares? Wow, es brennt. Oh ja, es brennt. Ich brenne. Hilfe. Boah. Also nicht... Oder doch dadurch? Ich gehe mal doch dadurch. Ich glaube, den da ein bisschen Schaden, da kann ich locker verkraften. Wenn ich im Gegenzug hier... Okay, das... Das war doof. Das war doof. Tschü, nichts passiert. Ja, also gewisse Flammenwände kann man durchkreuzen mit ein bisschen Schaden. Manche Flammenwände bringen einen um. Ne, also merkt euch das bitte. Ich werde es mir jetzt auch aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Das war blöd, ich geb's zu. So. Und Mauseloch. Und wieder die Essenz der Klugheit mitnehmen. Wieder Essenz der Klugheit mitnehmen. Los geht's! Los geht's! Oh yeah! Duffman! Du bist zu groß. Ja, ja, bla bla bla. Ausgestalt. Danke. Und wieder klein machen. Und das Mauseloch. Und groß machen. Und die beiden wieder umnocken. So, du bist platt. So. Hat der geblockt? Der hat pariert, der Sack. So, tot. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt doch durch diese Tür. Und noch mehr Gegner. Oh Gott. Todesmagie gefällt mir gar nicht. Zack, zack. Machen wir erstmal die hier Platz. Oh, Überlock. Oh, die kann ich aber wieder betäuben. Das ist sehr schön. So. Platt machen. Und Kick.
Ich sollte diesen Drecksheiler ausschalten. Ja. Das macht die Sache doch erschreckend einfach. Im Nachhinein. So. Gut. Sehr gut. Haben wir da ein Mauseloch? Da ist eine Flammenwand. Also, Mausgestalt. Zack. Yes. Und dadurch. Und ich sollte diese kleinen Grenlocks erstmal ausschalten. Weil da, wo die herkommen, da ist bestimmt irgendwas. Ja. Auch so eine grundsätzliche Regel der Computerspiele. Komm, gehe ich nach einer Richtung, wo eigentlich nichts ist, ist höchstwahrscheinlich irgendwas da. Und diese Regel wird hier wunderbar widerlegt. Oh Gott. Die Entwickler sind echt Arschlöcher manchmal. Echt, ohne Witz. So, Autosave, das heißt, da kommt gleich irgendwas Blödes, Großes, Massives. Im Templer. Wow. Sollte diesen Templer, glaube ich, helfen. Ja. Irgendwie. Bringt das gerade was? Wo ist der Gesandte? Da. Platt. Und Platz. Und Platz. So, und der nächste. War das echt ein Heiler irgendwo zwischen? Ich hab nichts gesehen. Ja. Und meucheln. Sehr schön. Sie sind fort. Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie getötet. Aber nicht alle. Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. This guy is totally mentally insane. So. Wo sind wir denn? Wo muss ich denn hin? Ich will noch nicht über dieses Podest, bin ich ganz ehrlich. Sondern ich will... Was sind das hier für Geräte? Ich will mich jetzt erstmal hier umgucken. Okay, eine gewaltige Kraft nötig. Geist? Aha. In der Geistgestalt bist du besser gegen Zauber gewappnet, gleichzeitig aber auch anfälliger gegen körperlichen Schaden. Darüber hinaus siehst du Dinge, die normalerweise... Was? Die normalerweise im Nichts verborgen liegen. Aha! Alles klar! Das ist cool. Das ist sehr cool. Das heißt, ich werde nochmal... Ich sollte nochmal drehen und nochmal, so langsam in der Gestalt. Sollte noch mal gucken, ob hier irgendwo noch ein paar interessante Sachen rumstehen, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich sie nicht sehen konnte. Wird gespeichert. Da, 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 da. Wobei, das sieht ja schon irgendwie cool aus, muss ich sagen. Ja, wenn ich nicht so schrecklich langsam wäre. Oh Gott. Wusch. Heilen? Ja. Was kann ich denn hier? Eisige Umarmung. Wusch. Okay. Kann ich mich selber heilen? Ja, awesome. Awesome. Ja. Das ist irgendwie... So ein Möchtegern-Magier. Mit... zwei Attacken und eine Heilung. Schön. Da, 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 da. Was haben wir jetzt hier? Moment. Ich glaube, von hier kam ich doch, oder? Ja. War das die Tür, wo ich vorhin bei einer Klippiert bin? Da ist noch so viel, was unentdeckt ist. Deswegen... Gott, 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 Gott. Ich speichere mal eben.
weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Ding mich jetzt hier umbringt. Ja, tut es. Alles klar. Also, letzten Spielstand laden. Gut, dass ich gespeichert habe. Das heißt, wir müssen das wieder per Morseloch umgehen. Hä? Moment. Ach genau, das war die Tür. So, wo ist denn... Wo war denn jetzt mein Morseloch? So, ich gehe jetzt mal eben aus dieser Gestalt raus, weil ich damit so schrecklich langsam bin. So, da ist wieder das Morseloch. Und Mausgestalt. Durch. Guck ich mal eben hier. Als Geistgestalt. Ob hier irgendwas ist. Nein, auch nicht. Was soll der Scheiß? Entwickler, warum ärgert ihr mich so? Was soll das? Ja, und wieder Maus. Wieder durch die Loch. Ja, und... Nochmal Geist. Das ist irgendwie... So, wusch. Schön. Da, die Tür ging auch nicht so wirklich. Ich muss diesen Bereich hier, den will ich noch irgendwie ein bisschen erkunden. Das heißt, ich bleibe also aber nicht konstant im Geist, sondern ich werde immer switchen. Also von Raum zu Raum. Um zu gucken, ob irgendwas... Entschuldigung, irgendwas... Uah, Feuer. War hier nicht auch ein Morseloch? Löschen kann ich die Flammen auch nicht. So, das war... Die Flammen konnte ich überleben, die anderen nicht. Ach, da war das Morseloch. Alles klar. Ah, alles klar. So, manchmal bin ich auch ein bisschen blind. Und dann muss ich quasi durch das jetzt rechts. Dann bin ich wieder am Anfang und dann kann ich nochmal per Geistgestalt gucken, ob da noch irgendwas Interessantes rumliegt. Und dann darf ich mich wieder fortbewegen. So. Da, 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 da. Ghost. Okay, so ist hier nichts, aber die Tür. Eine Tür. Aha. Massive Tür. Ne, die krieg ich immer noch. Enemy Heat! So, die mache ich so. Weil das einfacher geht. Ja. Und. Du Date. Oh, der nächste bitte. Platz. Kick! Ja. Das machen wir jetzt mal per Auto-Attacks. Mal gucken, wie lange der dauert. Da habe ich mit meinem Zwergkrieger irgendwie mehr Damage gemacht früher. Aber schöner Kill. So. Los geht's! Ja, eine gewaltige Kraft. Habe ich nicht. Hab ich nicht. Also, switchen wir wieder. Aha, aha, aha. So, da ist nichts. Da ist noch ein bisschen Kropfzeug von der dunklen Brut. So, stirb. Ihr könnt nichts, ihr seid nur lästig. Seid euch dessen bewusst, meine Freunde. So, siehste, zwei Schläge. Zack, tot. Nix, Ganze. Nix. Und dasselbe nochmal. Kick. Der Bogenschütze ist auch toll. Aber jetzt glaube ich der vierte Schuss, der daneben ging. Ja. Viel Damage macht er auch nicht. So. Und zack. Zack. Load. Sehr schön. Aber immer noch nichts. Da oben. Okay, das feiert. Hörlock. Kleiner Hörlock. Jetzt noch den Magier, der zum Glück nicht geheilt hat. Ja. Lupp, tot. Und irgendwie ist hier auch nichts.
Was ist das für ein Effekt? Fluch der Sterblichkeit. Er leidet kontinuierlich Geistschaden, kann nicht geheilt werden. Toll. Okay. Aber überlebt. Sehr gut. Tü. So, und auch hier sehen wir... Ach. Weil so haben wir nichts gesehen. Aber jetzt laufen wir zurück mal als Geist. Als extrem langsamer Geist. Und schauen mal, ob sich irgendwas verbirgt. In den Schatten. Ladada, und dann gehen wir als Maus wieder zurück und da ist nichts und nutzen das Podest, um auf die nächste Insel zu kommen. Glaube ich, würde ich mal sagen. Aber hier ist so irgendwie gar nichts. Was, ich jetzt schon wieder voll assig finde irgendwie. So, und da kommen wir noch nicht durch, weil... es massive Kräfte braucht, um diese Tür zu öffnen. Bla bla. Die wir jetzt noch nicht haben, wo wir aber wahrscheinlich irgendwie eine Form wieder für kriegen. Warum bin ich mal ganz stark? Kann ich auch über dieses Podest? Awesome, ich kann auch über dieses... Aber wenn ich jetzt über das andere Podest gehe, komme ich da woanders hin? So. Schauen wir doch mal. Gehen wir mal eben fix so zurück. Zap. Zap. Und da lang, dann links in das nächste Morseloch. Und wieder dadurch. Ihr seid zu groß. Bla bla bla. Ja, ja. Ich weiß. So. Da war das Podest, da war das. Massive Tür. Diese Tür auf der Bla, ja, genau, alles klar. So, Podest im Nichts. Da kommen wir. Auch nur dahin. Aber ich fliege jetzt, ich fliege. Ich gehe nochmal eben kurz zur Festung Weißhaupt. Weil, da war ja auch so ein komisches Ding, wo ich mich gefragt habe, wo tue ich das denn? Gut, da vorne. So. Geistgestalt. Essenz der Willenskraft. Pumpen wir unseren Charakter mal ein wenig auf mit Stats, die wir gar nicht brauchen. Wer weiß, vielleicht, aber grundsätzlich bei so Sachen gratis Stats immer mitnehmen. So, haben wir das. Und wieder per Podest. Und diesmal Albtraum des Templers. Das Tapferkeit-Talent erhöht die Kampfkraft eines Kriegers deutlich, wenn dieser von mehr als zwei Gegnern umringt ist. Das ist toll. So. Willkommen im Albtraum des Templers. Was das ist und was wir hier vorfinden, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Und tschüss.